Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Fallout 3. Immer noch in der Metro. Im Untergrund quasi. Und zwar, hier hinten muss ein Gegner sein. So, zack. Wir sind ja auf dem Weg, das Galaxy Radio Gebäude zu finden. Und irgendwo soll hier doch noch ein Gegner sein. Irgendwo da. Ist der vielleicht hier drunter versteckt? Oder ist er ganz und gar hinter uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir tun jetzt einfach mal hier versuchen, alles aufzumachen und mitzunehmen. Wupp. Oh, okay, das war einfach. So, das nehmen wir mit. Alles mitgenommen, okay. Moment, eine Lunchbox. Den Ventilator muss man stehen lassen, aber beim Schreibstift nehmen wir den Briefverschwerer und die Nuka-Cola. Nehmen wir alles mit. Hier ist ein Terminal im Übrigen. Das werden wir uns auch gleich anschauen. Truhe, auch eine Kronkorken. Das ist so eine große Truhe und so wenig Kronkorken da drin. Das ist doch blöd. So, Koffer. Schmutziges Vorkriegsspaziergänger-Outfit. Okay. Dass es sowas gibt, ich finde es zum Teil witzig. Ja, manchmal vielleicht übertrieben, aber mal ernsthaft, Leute. Bethesda hat sich hier, was die Spielwelt angeht, einiges einfallen lassen, um überhaupt generell das Feeling richtig rüberzubringen. Und das muss man ihnen wirklich lassen, ne? Das ist ihnen gelungen, ne? Also hier gibt es einige Sachen, wo man sagt, ach, ist ja eigentlich Schmarrn, wenn sie das hier mit reinbringen. Man braucht sie eigentlich gar nicht, aber hey, Leute, es ist doch ganz gut, dass es da ist. Deswegen, ne, von mir auch nochmal ein Lob. Okay, im T-Stamin Netzwerken wird eine Wissenschaftsfähigkeit von 50 gebraucht. Okay, das heißt, wir können auch nicht mal alles mitnehmen. Upp. Schrank, den hätten wir fast übersehen. Schrottpatronen nehmen wir natürlich auch mit. So, und irgendwo müssen hier noch Gegner sein. Okay. Ich frage mich, wo, denn offenbar sind sie nicht direkt bei mir. So, cool. Du hast noch die Kronkorken, den nehme ich natürlich auch mit. Ich glaube, den hat man von hinten erschossen gehabt. Was steht hier? Thank you for using Metro. Enjoy your visit. Ja, danke schön für deinen Besuch. Ja, danke schön für die Nutzung der Metro. Genieße deinen Besuch. Ja. Besuch oder Ausflug, wie auch immer. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Weltkarte, wo wir jetzt denn exakt sind. Daten, Weltkarte. Sind wir immer noch hier? Metro Station Farragut West. Das Ödland der Hauptstadt. Metalltor. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal noch nicht. Wir gehen zum GNR. Beziehungsweise erstmal hier rein. Und natürlich, wie soll es auch anders sein? Hallo? Nehmen wir mit. Wo willst du hin? Hallo. Bleibst du mal hier stehen? So, danke. Dein Zeug nehme ich natürlich mit. Und auch deine Erfahrungspunkte, die nehme ich natürlich auch alle mit. Denn ihr wisst ja, Leute, man soll nichts liegen lassen, was einem noch nützlich sein kann. Und das wären hier nämlich das Red Kakerlakenfleisch, auch wenn es ekelhaft klingt, aber immerhin können wir uns damit ja heilen. So, hier ist auch nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. So, mal gucken. Hier ist auch nichts drin. Was ist denn hier? Sturmgewehr? Ein Sturmgewehr auf dem Klo? Auch nicht verkehrt. Ja. Original. Hm. Da will natürlich jeder draus trinken. Zack, einmal. Dann sind wir wieder voll. Das geht natürlich nach oben. Und stimmt, wir hatten Red Array gefunden. Das können wir eigentlich direkt mal zu uns nehmen, denn... Ja, irgendwie... sind wir ja dann doch ein bisschen zu stark verstrahlt eigentlich. Aber jetzt mal ernsthaft... Irgendwie muss ich mir da was einfallen lassen, dass ich an das Zeug rankomme. Weil das geht so eigentlich nicht. Moment, das klingt eher nach Kakerlaken. Einmal aufmachen. So. Okay, das war's mit euch, Kumpels. Nehmen wir natürlich mit. Die IB nehmen wir natürlich auch mit, logischerweise. So, zack, hier ist nichts. Ja, Leute, ich wollte immer schon mal auf dem Klo stehen mit dem Basie in der Hand und gucken, ob da irgendjemand auf dem Klo hockt. Nein, natürlich nicht. Um Himmels Willen, ich bin kein Schläger, ne? Also nicht, dass ihr das denkt. Ja, das ist halt... Sieht halt gerade ein bisschen lustig aus, wie wir hier mit dem Basie quasi dann hier so langlaufen. Ich nehme mal das Wäffchen wieder und dann können wir eigentlich... Ja, jetzt, dann können wir jetzt eigentlich zum GNR-Outpost gehen, zum GNR-Hauptgebäude. Outpost ist eigentlich der Außenposten, oder? Übersetze ich das gerade falsch? Naja, auf jeden Fall zum GNR-Hauptgebäude müssen wir ja laut Karte. Das hat wohl irgendetwas mit dem Galaxy News Radio zu tun. Und dementsprechend laufen wir da halt auch einfach lang. Southbound. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, wir sind da hinten lang gekommen. Wir gehen jetzt einfach mal die Seite hier lang. Oh, da war doch hoffentlich nichts mehr, oder? Nee.
Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Was ist denn hier? Gar nichts. Einfach nur ein Loch. Und irgendwo war ja dieser Hinweis. Da lang geht's zum GNR-Gebäude. Gott, was war das? Es hat sich gerade ein wenig seltsam Metallern angehört, als ob hier jemand auf irgendwas drauf rumschlägt oder zumindest vielleicht sogar in irgendeiner eisernen Rüstung langläuft. So, GNR Outpost. Ah, okay. Der Verkaufsautomat, der spielt mir wieder Streiche. Ja, mein Kopf denkt wieder sonst was, aber das macht nichts. So, und das hat man ja. Kampfverzeiger nehmen wir noch mit. Halt, da oben, das hätte ich gern, danke. Da ist ein zwei. Nichts weiter außer der Hammer, den wir natürlich auch mitnehmen. So. Redline. Und hier. Ah. Ja, ich schieße hier und treffe nichts. Okay, wisst ihr was, dann nehme ich den da. So. Was willst du von mir? Oh Mann. Das ist natürlich gut, wenn man nichts trifft, ne? Wenn man so kurz davor steht, ja. Es ist halt so. Es ist halt so. Da kann ich jetzt momentan nichts dran ändern. Das tut mir ein bisschen leid, aber es ist nun mal so. Wir gehen trotzdem jetzt hier weiter. In Richtung GNR-Gebäude und hoffen mal, dass alles gut geht soweit. Das heißt, wenn ich es krabbeln höre, Leute, ich packe einfach mal den Basie direkt aus und dann kann ich da ja einfach mal drauf zuschlagen, wenn es zum Viech ankommt. Das soll nicht das Thema sein. Eine andere Waffe ist ja mal schnell ausgepackt. Es funktioniert ja. Schätze ich mal. Oh, was ist denn hier noch? Ja, dass du das da bist, das weiß ich. Aua. Ja. Wie schön. So. So, der erst verkrüppeln und dann den Kopf wegschießen. Ja, sehr, sehr schön. So, ich weiß, da kam gleich noch ein anderer cool an. So. Der kam von der Seite. War das überhaupt ein Cool oder war das irgendjemand anderes? Ich weiß es nicht. Na, wir gehen erstmal hier lang. Ja, und die Waffe trifft hier mal keinen. So gut wie gar nicht aus der Entfernung. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich die ganze Zeit daneben geschossen. Das ist natürlich nicht schön, aber ich habe gerade die falsche Waffe, sehe ich gerade. Oh je. Okay, naja, zumindest mal habe ich getroffen. Du hast... Achso, dich haben wir gerade, glaube ich, gelootet. So, hier ist nichts. Ich sollte vielleicht vorher gucken, ob da was drin ist. Da ist was drin. Aschenbecher, Coca-Cola, Schachtel, Zigaretten und Wunderkleber. Nehmen wir alles mit. Na klar. So, Aktenschrank. Nehmen wir auch alles mit. Wenn es ein Schrott ist eigentlich. Aber da kann man ja eventuell ein bisschen was draus basteln. Okay. Kisten. Da ist was drin. Finanzen, Clipboard, Vorkriegsgeld. Ja. Blechdose, Vorkriegsgeld und Finanzenclipboard und ein Kreuzschlüssel. Ja, gut, okay. Also nichts, was jetzt sonderlich so spannend wäre, dass man es unbedingt braucht. Es hätte mich auch gewundert. So, und ich frage mich, wo der eine Typ dahin ist, wenn es ein Typ war. Oder cool, je nachdem. Ist er nach oben gerannt, abgehauen? Ich weiß es nicht, ne? Vielleicht war es auch einer von der Bruderschaft oder sowas, denen wir ja schon begegnet sind. Es wird mich mal interessieren. Ja. Ich hätte wahrscheinlich gegen die Red Kakerlake gekämpft. Wir können jetzt daraus Nutzen ziehen und das Zeug einfach mal mitnehmen. Ja, weiß ich, macht man eigentlich nicht so sehr, aber wenn die Leute das einfach da liegen lassen, jetzt mal ernsthaft. Wir sind hier nach der Apokalypse überall Atombomben runtergegangen und man muss gucken, wie man überlebt. Was? Ein Supermutant. So. Hör auf rumzüpfen. Okay. Maulwurstrattenfleisch. Ja, dankeschön. Und ein Nagelbrett. Ja, gut. Es war ein Supermutant. Na gut. So, nehmen wir den Rest hier auch noch mit. Blechdose, Schachtel Zigaretten, alles eingesteckt. Gut, gut, gut. So viel zum Thema. Es könnte ja jemand von der Bruderschaft sein. Also, ich glaube kaum, dass Supermutanten bei der Bruderschaft, arbeiten.
Weiß ich nicht. Jedenfalls, die Supermutanten sind unsere Gegner. Nicht unsere Freunde. Genau wie die Ghule. Die sind auch nicht unsere Freunde, auch wenn ich das ab und zu schon mal gesagt habe. Aber Leute, ihr kennt mich ja mittlerweile. So, was haben wir hier? Ein Auto. Ein hübsches Auto sogar. Wo ich mich frage, wie kommt das hierher? Da ist was eingestürzt. Vielleicht da oben irgendwie rein. Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Eine Lackierpistole. Und ich muss auch aufpassen, nicht, dass hier irgendwo Minen versteckt sind. Ich meine, wir machen ja nicht umsonst die ganzen Quests vom Überlebenshandbuch, um dann letzten Endes uns von Minen kleinkriegen zu lassen. Oder klein machen zu lassen, je nachdem, wer was, ups, nennen will. Was denn hier? Gut, dann gehen wir halt hier lang. Die ist leer. Da ist nichts. Und da kommen wir hier rein irgendwie. Ticketschalter öffnen. Ja, okay. Ja, hier kann man rein. Eine Batterie, die würde ich gerne mitnehmen. Dürfen aber leider nicht. Und hier ist auch gar nichts weiter drin. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier zumindest noch irgendwas drin ist, dass man, ja, noch irgendwie was mitnehmen kann oder so. Ist leider nicht der Fall. Okay, da unten ging es nicht weiter. Wir gehen hier raus. Und ich höre schon die Kakerlaken ankommen. Jawohl. Jo, und dann ist sie platsch. Oh. Komm, dein Fleisch will ich auch haben. So. Das ist natürlich schön, dass sie schön zu mir gelaufen kommen. Dann können wir sie direkt platt machen. So, aber ich nehme... Ne, ich höre noch eine Kakerlake. Ich lass mal den Basie ausgerüstet. Den Baseballschläger. Sag mal, hier, geht's hier noch lang oder was? Nee. Jetzt dachte ich, da ist ein Versteck oder sowas, ne? Da ist ja gar nichts. So, hier haben wir Yuka-Cola-Automat. Zweimal sogar. Und einen Yuka-Cola-Quantum. Klar, alles einstecken. Ist ja lecker, das Zeug. So, aber hier scheint es dann doch nichts weiter zu geben. Mülltonne, leere Yuka-Cola-Flasche, alles eingesteckt. Und dann haben wir hier, thank you for using Metro, enjoy your visit, natürlich. So, aber dann, ups, nehmen wir die Waffe hier. Die hier, danke. Und dann gehen wir mal hier raus. Metalltor zu nach Chevy Chase. Okay, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen, ob das tatsächlich die Metro in der Nähe ist. Chevy Chase North. Okay, wir schauen mal auf die Karte. Vielleicht bin ich auch irgendwo falsch gelaufen. Weiß ich nicht. Plaza des GNA-Gebäudes. Nein, das sind wir doch eigentlich. Wir sind hier. Ach, dann sind wir gar nicht so weit weg, ne? Walltech Hauptsitz. Da kann man eigentlich auch mal reingehen. Jetzt aber erstmal zum GNA-Gebäude. Ich höre hier Leute laufen. Wir müssen dann in die Richtung. Okay. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Was haben wir denn hier? Wow. Genau das habe ich gemeint. Oh Gott, mein armer Arm. Mein armer Arm. Was denn hier? Ein Teddybär. Wir machen mal auf. Was ist denn hier los? Oje. So, zack, befreien wir mal den armen Teddy aus seinem. Aus seinem komischen Gedöns, was er da gemacht hat. So. Ein Erhaltungsbunker. Okay. Ja, ich frage mich trotzdem, wie man hier drin überleben kann. Wir stellen das vielleicht mal rein. Probieren das Ganze mal aus. So, zack. Dann sind wir jetzt hier drin und wait for radiation to clear. Enjoy your stay. Ja, nee, ist klar. Wobei, wenn man mal so sieht, ich meine, wenn es regnet oder so. Der Regen, der könnte ja durchaus noch radioaktiv sein. Dass man dann vielleicht abwartet, bis das vorbei ist. Dann kriegt man ein Zeichen irgendwie und dann kann man wieder rausgehen. Kann das so funktionieren? Ist das so gedacht vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh. Und dann hat sich gerade alles wieder aufgehangen. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, weiter geht's. Noch ein Versuch und ich hoffe, diesmal funktioniert es. So, zack, die Mülltonne. Diesmal ist er leer, aber die Blechdosen hier, zack. Die nehmen wir noch mit und irgendwo war ja hier vorne. Da ist diese blöde Mine. Leute, wer packt denn eine Mine direkt vor so einem Ding hier? Das frage ich mich. Ah, der Teddy, guck mal, der liegt jetzt auf dem Boden. Zack, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und das Bleirohr natürlich auch. So. Hoffen wir mal, das funktioniert jetzt besser. Ja, was habe ich jetzt geändert im Endeffekt? Im Endeffekt ein klein wenig die Art, wie ich aufnehme. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch alles besser funktioniert. Weil ich habe ein bisschen den Verdacht, dass es irgendwo dann doch mein Aufnahmeprogramm war, was letzten Endes mal auf Fallout 3 jetzt zum Abstürzen gebracht hat. Allerdings,
ist dies ja auch wirklich erst passiert nach dem letzten Upgrade von Windows 10, dass es jetzt so oft abstürzt. Deswegen hoffe ich mal, dass es funktioniert. Und hier immer noch die Leiche hier drin. Ja, genau. Und bei den Kumpels hat es sich ja jetzt... oh, wer hat denn da geholfen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das ist doch... Wächterin Lions. Okay, eine Wächterin. Ich frage mich, von wem oder von was? Aber interessant, dass es sowas wie Wächter hier gibt. Das ist gut. Hallo? Ihr seid auf meiner Seite, oder? Ich weiß es nicht, ob die auf meiner Seite sind. Halt, den haben wir schon abgelootet. Hier hinten war noch der eine. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ameisenfleisch, Jagdflinte. Oh, was haben wir hier? 32er Kaliber nehmen wir mit. Also 0,32er. Kaum irgendwas natürlich an Schaden, was das Zeug verursacht. Aber letzten Endes Gott, soll uns das wurscht sein. Warte mal, wir können da vielleicht hochgehen. Der ist nix. Hier kommen wir hoch und hier wart ihr ja. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Okay, danke für die Hilfe. Hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich ist. Sind Sie unter einem Stein hervorgekrochen? Dies ist DC. Die ganze Stadt ist voller Supermutanten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Mit wem habe ich's gleich zu tun? Ich bin Sarah Lyons. Paladin und Truppenkommandantin der Lions Pride. Wir sind bei der Stählernen Bruderschaft. Wir tun unser Bestes, um die Supermutanten in dieser Gegend zurückzudrängen. Aber wenn uns Zivilisten ins Schussfeld latschen, wird's schwierig. Okay. Was war das noch gleich über Galaxy News Radio? Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Okay, interessant. Es werden also neue Rekruten gesucht? Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Ja, gut, okay, aber was hat das mit mir zu tun? Ja, aber gut, du willst nicht mehr sagen, dann muss ich los. Vorsicht da draußen. Na klar. Trotzdem, wir müssen ja da rein, ne? Halt, warte mal. Hallo? Ist nicht böse gemeint, aber momentan bin ich damit beschäftigt, ihren Arsch zu retten. Ja, ist klar. Wisst ihr was, wir folgen denen jetzt einfach mal. Natürlich nach dem Schnellspeichern, zack. Ach so, die ist leer. Ja, ist natürlich schlau, um mal reinzugucken in die leeren Tonnen. Oh, was denn hier los? Wie sieht's aus? Neuling Shannons. Ja, ich nehme das einfach mal mit. Wartet mal, Powerrüstung. Powerhelm? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut kommt, dem das ganze Zeug mit wegzunehmen. Nichtsdestotrotz, wir gucken gleich mal rein. So, Moment. Wir reparieren das ganze Zeug einfach mal schon allein für die Erfahrungs... Ich hoffe, es gibt zumindest mal, dass es Erfahrungspunkte gibt. So, Powerhelm. SR2. Was haben wir denn? Okay, Maske. SR2. Ach, das ist... Alles kaputt, ne? So, was haben wir denn aktuell an? Die Kampfrüstung hier. So. Ja, ich nehme mal an, dass die Powerrüstung dann wesentlich mehr an... Wesentlich mehr aushalten, das wollte ich sagen. Oh, hoppla. Wesentlich mehr aushalten als das, was ich aktuell habe. Nur das Problem dabei ist, dass es alles kaputt ist im Moment, ne? Das ist ein bisschen blöd. Jagdflinte. So, dann reparieren wir halt die. So, Kampfflinte, Kreuzschlüssel.
Laserpistole. Nagelbrett könnte man reparieren. Ja. Ich meine, wir wollen ja so viel wie möglich im guten Zustand erhalten, dass wir im Notfall dann wirklich direkt mal so eine Waffe nutzen können, ja. So, Hilfe. Ameisenfleisch. Was haben wir denn? DP. Ja, da kann man ruhig ein bisschen was nehmen. Buff out. Chat. So, das erstmal. Medics, Mandates. Nuka-Cola. Die bringen 12. So, wir sind eh schon stark verstrahlt. Ich weiß nicht letzten Endes, was es dann alles für Auswirkungen noch zusätzlich hat. So, wir sind wieder voll. Schmutziges Wasser, ist klar. Gut, Moment, Daten. Die Weltkarte, genau, da müssen wir nämlich hin. Blaster des GNA-Gebäudes, das heißt, wir sind hier schon mal richtig. Und letzten Endes, Gut. Janice? Negativ. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Okay, das Übliche. Redden tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt und hält sonst ihren Mund. Okay, alles klar. Das heißt, die kann man unterstützen. Oder die unterstützen uns, je nachdem, wie man es sieht. So, Holzhammer. Ich nehme mal den Zeug mit. Supermutant. Ziel im Blickfeld. Diese Ziele müssen jetzt ausgeschaltet werden. So, wir nehmen mal. Halt, wieder. Wow. Moment, wir können doch. Eigentlich. So, zack. Darf man den überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, der dürfte gleich tot sein. Die bluten genau wie alles andere auch. So, einmal. Ne, nicht das hier, das hier. Moment. Genau. Bevor wir jetzt da komplett mit reinrennen, erstmal alles hier abluten. Kurze kontrollierte Feuerstöße. Oh Gott. Das sind mehrere. Die jetzt natürlich, das fällt ein bisschen geht nicht mehr. So. Und vielleicht sollten wir uns auch mal hier draußen ein bisschen umschauen. Ja, gut, da scheint aber nichts weiter zu sein. Gott, die machen ein Kriech dabei, aber es ist natürlich klar, ne? Da ist nichts drin. Da geht's hoch. Moment. Nee, da ist auch nichts weiter. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das hier das Galaxy News Radio Gebäude ist. Moment, okay, wir gehen mal hier runter. Ist ein Stückchen südlich von uns. Colvin ist unser Speer. Vargas und Redden sichern das Gebäude. Interessant. So, hier ist... Moment mal, wo sind wir da reingekommen? Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade ein Stück verlaufen. Ne? So, zack, einmal. Oh, sieht man. Ach nee, Quatsch, das ist die Treppe, ne? Ich bin hier gerade ein bisschen am Straucheln, wo ich eigentlich genau herkomme. Oje. So, Moment. Und da hat sich wieder alles aufgehangen. Oh, Leute, das ist, gefällt mir überhaupt nicht. Okay, bis gleich. Hey Leute, da wären wir wieder, ja, zurück. Oh Mann. Da ist nicht schön. So, wir nehmen nochmal hier alles mit. Ich schraube die mit, dann habe ich eben übersehen gehabt. So, dann schauen wir hier nochmal rein. Da ist nichts drin. Ja, da vorne sind sie wieder, die Brüder. Wie sieht's aus? Natürlich. Ja, sorry dafür, ne, aber letzten Endes, ich ist arbeite dran. Gemeint, aber momentan bin ich damit beschäftigt, ihren Arsch zu retten. Ja, das ist schön. Das ist schön, dass du damit beschäftigt bist. Wir wissen ja, was da vorne gleich kommt. Das heißt, wir können im Endeffekt Gut. gleich mal... Jennings? Negativ. Ein neuer Rekrut. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Ja, der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Okay, das Übliche. Redden tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt und hält sonst ihren Mund. Das ist schön, dass sie das macht. So, das nehmen wir wieder mit. Und dann müssen wir gleich... So, dann hoffe ich mal, dass wir die irgendwie treffen.
So, zack. Meine ich das nur oder werden diese Dinger immer hässlicher? So, und dann wissen wir hier da oben der eine. Komm. Na komm. So, zack. Den hat's zerfetzt. Okay, wir sollten vielleicht mal mit der Schrotflinte reinrennen. Die wäre hier im Übrigen. So, aber das dürfte auch gleich... Moment mal, das ist ja explodiert schon mal, das Auto. Kann ein Auto zweimal explodieren? Ich weiß es nicht. So, zack, einmal. Nein, nicht schon ein anderer. Okay. Diesmal ist hier was drin. Okay, Kronkorken nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir auch alles mit. So, bevor wir da hochgehen, gehen wir diesmal unten lang und gucken mal. Ja, okay. Die haben jetzt schon. Danke. Okay, der Außenpott ist ein Stückchen südlich von uns. Colvin ist unser Speer. Borges und Redden sichern das Gebäude. Okay, alles klar. Ein Stückchen südlich von hier ist quasi... Ups, der Stützpunkt der stählernen Bruderschaft. Tatsächlich hilft diese uns quasi hier. Was heißt, hilft uns hier? Helfen wir jetzt auch zu viel gesagt. Das ist schön, dass sie dabei waren. Sie haben die Gegner erledigt. Das ist auch ganz gut so. Also können wir ein bisschen Munition sparen im Endeffekt. Aber auf der anderen Seite, das sind auch wieder Erfahrungspunkte, die uns flöten gehen. Kaputtes Klassenbult. Klassenbult vor allen Dingen. Ja, doch, Klassenbult heißt es ja. Hier ist noch eins. Ist nichts drin. So, wir können uns jetzt hier quasi in Ruhe mal umschauen, ob es hier irgendwas gibt. Ja, irgendwo wird hier schon wieder geschossen. Ja, da drinne. Erstmal alles hier einstecken. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt was bringt, was ich hier mache. Ja, es macht natürlich direkt Pum, während ich hier rausgehe. So, Erfolg. Galaxy News Radio finden. Das haben wir gefunden. Street Talk nach Papa fragen. Okay. Das machen wir natürlich auch gleich, aber erstmal hier noch ein bisschen umschauen, beziehungsweise, wie gesagt, alles abbluten. Zack. Okay, nehmen wir mit. Ist natürlich jetzt interessant zu sehen, zum einen, ob das jetzt stabil läuft, zum anderen aber, was jetzt eigentlich, nein, was jetzt Fallout 3 selber betrifft, ist es interessant zu sehen, was gibt es denn hier noch alles zu finden, weil es ist doch ein riesiges Gebäude und hier sehen wir ja auch Ritter Captain Colvin. Oha. Oha, was ist das denn? Was ist das? Super Mutant Behemoth. Ach du meine Güte. Ich will ja nichts sagen, aber wo kommt der denn her? Vor allem ist die Frage, wie kann ich den jetzt von hier aus treffen, ohne dass ich da jetzt raus muss? Moment, machen wir erst einmal. Ja, auf den Rumpf auf jeden Fall. Und vielleicht sollten wir einfach mal. Gegenstände. Stimbeck. Nee, Quatsch. Waffen. Was will ich denn nur mit Gegenständen? So, Splitterminen, Splittergranaten. Genau, die rüsten wir jetzt mal aus und dann. Wann kommt er wieder an? Kommt der überhaupt wieder an? Schätzungsweise ja. Oha. Der rennt hier natürlich hier durch die Gegend. Ja, der kommt aber bestimmt gleich wieder, nehme ich mal an. Wo ist er denn? Ich hoffe zumindest, dass er gleich wieder ankommt, weil den will ich noch erledigen, ne? Zusammen mit den stillen Brüdern hier. Okay, der hockt sich hin. Zu den Wachen!
Ja, Entwarnung und da kommt er dann. Ja. Haben wir den jetzt erledigt? Schmeiß mal noch was. Okay. Ich glaube, der scheint wirklich tatsächlich tot zu sein. Ach du meine Güte, ein... Moment, das ist einer der Bruderschaft. Den wollen wir natürlich nichts tun. Okay, dann müssen wir gleich mal abbluten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was der uns gibt. Jetzt ist die Frage, habe ich dem überhaupt irgendwelchen Schaden zugefügt? Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwelche Erfahrungspunkte gekriegt hätte. Was ich natürlich sehr, sehr schade fände, wenn es nicht so wäre. Weil der ist ein Riesenviech und klar. Alleine, ja, ich weiß nicht. Das ist natürlich dann... Super Mutantenbeast. Das ist natürlich dann schon ein bisschen heftig. Ein bisschen arg heftig, vor allem jetzt anfangs noch. Wenn der noch ja nicht weiß, ja, wie sollst du das dann alles machen? So, Moment, bevor wir da runtergehen, wir können eigentlich direkt rausgehen. Und hier oben scheint es gar nichts mehr zu geben. So, Entdeckung. Blaser des GNA-Gebäudes. So, da sind wir angekommen. Supermodern Behemoth. Okay, 10 mm, 10 mm Schuss, 5 mm Brennstoff für den Flammenwerfer. Okay. Medex, Mikrofusionszelle, Rakete und eine Splittermine. Naja, 5 Stück insgesamt. Ja, natürlich, es hat sich gelohnt, ne? Den armen Gerl hier umzubringen. Was heißt, so arm ist er auch wieder nicht, weil letzten Endes, man darf nicht vergessen, der hätte uns, wenn, würden wir jetzt unten stehen, wahrscheinlich direkt mit ein, zwei Schlägen das Fürchten lehren, um nicht zu sagen, ja, einmal quer durch das Ödland schicken. Das ist schon heftig, ne? Also, was es hier für Gegner gibt. So, da ist noch ein Auto, das brennt ausnahmsweise mal nicht, so wie es aussieht. Trotzdem gehen wir nicht zu nah ran. So, hier sind noch ein paar Supermutanten. Die tun wir natürlich auch alle mal ablutschen. Achso, den haben wir schon, glaube ich, ne? Jawohl. Die Mülltonne aber noch nicht. Nuka-Cola und Aschenbecher. Okay. So, dich hatten wir schon, aber die Freunde hier noch nicht. Doch, der ist leer. Den, der ist tot. Neuling Redden, ja, den hat's erwischt. Aber wenn der sowieso die ganze Zeit nur rum... ballert, aufs Schlimmste rumballert vor allen Dingen, dann ist es, glaube ich, besser, wenn er nicht mehr ist. Ja, nicht falsch verstehen, das ist natürlich nichts Schönes, ne, aber letzten Endes allemal besser, als dass er uns im Weg steht, ne? Oder der Bruderschaft im Weg steht, besser gesagt. Weil, was wir jetzt von der Bruderschaft halten sollen, weiß ich auch nicht. So, den reparieren wir mal. So, Bauerhelm, der bringt SR4, dann kann man den schon mal anlegen. Training zum Ausrüsten. Ach du Gott. Okay. So, Powerrüstung. SR13. So, die können wir auch reparieren. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal... Aber was für ein Training? Powerrüstung, Training zum Ausrüsten nötig. Müssen wir da erst trainiert werden? Vielleicht sogar von der stählernen Bruderschaft? Wenn dem so ist, ja, dann ist es halt so, ne? So, da kann man leider nichts weitermachen. Ja, ist schön, dass ich immer wieder aufs Gleiche gehe, ne? Aber letzten Endes... denke ich mal, wäre das jetzt nicht unbedingt so das Problem. Ja, müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie von denen dieses Training dann bekommen. Holzhammer, den kann man dann schön verkaufen. So viele Jagd. Ach du meine Güte. Okay. Ja, tatsächlich. Ich habe zig Jagdflinten hier. Die kann man alle zu Geld machen. Und seht mal hier oben Gewicht, ne? Ach du meine Güte. Hey, was wir alles schon mitgenommen haben. Das ist schon ganz gut, dass ich das so weit verändert habe. Und Leute, jetzt repariere ich diese Pistole hier. Zack. Und diese rüst mal aus. So, Schlagring kann man auch noch reparieren. So, Sturmgewehr. Ich weiß gar nicht, bringt das überhaupt irgendwas, wenn wir das jetzt alles so machen, so reparieren? Bringt das Erfahrungspunkte? Wo kann ich da? EP 3175. Da sollte ich vielleicht mal drauf achten, wenn wir das nächste Mal... zum Beispiel so ein Behemoth erledigen. Also falls man nochmal auf sein Treffen und schätzungsweise werden wir das früher oder später. Nichtsdestotrotz. So, ich muss nochmal ganz kurz hier reinschauen. Aufgaben. Ja, wo ist es denn? Der tritt in seine Fußstapfen. Genau. Thrill Duck nach Papa fragen und Fatman dem
Doroten Soldaten der Bruderschaft abnehmen. Okay, den oberen Punkt, der ist mir jetzt nicht ganz so einleuchtend, aber gut. Wir gehen einfach mal hier schauen. Offenbar sind wir nämlich hier bei einer Bruderschaft, beziehungsweise bei irgendeiner Art Posten von der Bruderschaft. Was haben wir denn hier? Sprechanlage? Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Na, das hört sich doch gut an. So, Moment, Moment. Wer bist du? Danke für die Hilfe. Wir können jede Hilfe gut gebrauchen. Danke. Wenigstens einer, der freundlich ist, Leute. Ne, wenn ich mich an die Troller da erinnere, die hat uns doch einfach mal, also die uns einfach mal da so angemotzt hat, geh aus dem Weg, Zivilisten können wir ja nicht gebrauchen. Dann finde ich das schon klasse, dass er dann sagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Und es ist ja irgendwo auch nur ehrlich gemeint. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bruderschaft das jetzt so leicht hat hier. So, offenbar müssen wir hier lang, um da hochzukommen. So. Okay, warum? Ja, kann ich mir vorstellen. So, da ist nichts. Ihr habt schönen Posten von hier. Ihr könnt schön die Leute da unten abknallen, während wir hier unten dann quasi uns, ja, als Fußsoldaten probieren, als Kanonenfutter quasi. So, Galaxinius Radio, einmal eintreten bitte. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier mit Gegnern aussieht. Wisst ihr was? Ich stecke jetzt mal die Waffe weg. Ich hoffe mal, dass jetzt so... Das hört sich nach Playfliegen an. Öffnen. Ups, öffnen. Oder auch noch Feuer. Okay, okay, das ist nur das Feuer. Das heißt, wir können wirklich beruhigt, denke ich mal, die Waffen zurückstecken und uns hier mal umschauen, mit den Leuten sprechen. Ritter Finlay zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Ja, wofür ist dieses Gebäude? Das ist Galaxy News Radio. Die letzte freie Stimme des Volkes des Mütterlands. Dass es so bleibt, dafür sorgt die stählende Bruderschaft. Ja, das ist ja schon mal gut. So, ich muss mit Ritter sprechen. Ah, gehen Sie rauf. Man wartet bereits auf Sie. Sehr, sehr schön. Das freut mich. So, ich muss los. Okay, aber halten Sie sich aus unserer Operation raus. Na klar. So, wen haben wir hier? Ritter Dillon. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Ja, Kumpel, ich brauche deine Waffe, ne? So, wir fragen auch dich mal, wofür dieses Gebäude steht. Sie haben einen Big Boy. Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Ach so, okay, ich muss mit Three Dog sprechen. Three Dog ist oben. Alles klar. Na klar, das kann ich mir vorstellen. Okay, das heißt... lokale Karte. Achso, hier überall, ne? Wir sind auf jeden Fall mal im Radio drin. Also im Galaxy News Radio. So, ich wollte aber... Genau, Radio wollte ich mal einschalten. Galaxy News Radio. Bürger des Südlands, der Hauptstadt. Hier spreche ich. Three Dog, euer Herrscher. Hört und gehorcht. Oh, Entschuldigung. Das war für den anderen Sender. Dies sind die Abenteuer des mutigen Herbert Daring Dashwood und seines treuen Ghouldieners Argyle. Ah, okay. So, wir machen es trotzdem mal aus, denn wir wollen uns ja hier umschauen und mit den Leuten sprechen. Der wäre das, glaube ich, nur hinderlich. Aber ich glaube, das könnte ich mal versuchen, mal, wenn wir wieder rausgehen, da mal das Radio anzumachen, da mal rumzugucken einfach. So, mal die Tür aufmachen hier. Ja, ich weiß nicht, ob die das jetzt so angenehm finden. Vor allem sollte ich vielleicht mal speichern und mal gucken, was passiert, wenn ich hier das hier mache. So, Coca-Cola, 3 Stück mitnehmen, danke. Ich hoffe, die wären jetzt nicht böse auf mich oder sowas. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Mir wird es nicht unbedingt... Ups. Mir wird es nicht unbedingt gefallen, wenn die Leute... Ja, mir die Sachen hier aus dem Quartier klauen. So, schlafen wollen wir natürlich nicht. So, gibt es hier unten irgendwas auch nicht. Hat man ja in Kratich gesehen, dass auch... mitunter die Sachen unterm Bett versteckt sein können, ne? Finde ich ganz, ganz witzig eigentlich. Wobei auf der anderen Seite auch nicht so verkehrt, weil... wer guckt denn schon direkt unter das Bett runter? So, Cram, Fenster, jetzt Kuchen, Instabrü. Alles Sachen zum Essen mitnehmen. Lecker, lecker, lecker. Moment, das ist nur... Oh. Kabel?
Hutsch, da ist noch was, oder? Ne, da ist gar nichts. So, hier war noch die Toilette, da war auch nichts. Geht's hier hin? Okay, ich glaube, hier geht's wieder raus. Ja, nach Chevy Chase. Nein, das wollen wir natürlich jetzt im Moment nicht. Wir wollen natürlich nach oben zum Three-Duck und mit Three-Duck sprechen. Wobei ich mich jetzt frage, was diese andere optionale Sache ist. So, hier haben wir uns umgeschaut. Hier ist vielleicht noch was. Steamback nehmen wir mit. Und ist hier sonst noch was? Ich glaube, hier geht's auch wieder raus, oder? Ja, hier geht's auch wieder raus, wenn wir da nicht sogar hergekommen sind. Och, ich weiß es schon gar nicht mehr. Mein Orientierungssinn, der lässt mal wieder zu wünschen, übrigens in letzter Zeit. Und das nicht gerade zu wenig. Ja, ihr solltet mich mal unterwegs erleben, also wenn ich irgendwohin unterwegs bin. Denn gerne ist schon durchaus passieren, dass ich entsprechend mich verlaufe oder sowas, ne? Also... Wobei das ja Gott sei Dank noch nicht so, ja, es ist nicht wirklich vorgekommen, wenn ich ehrlich bin, ne? Also, jetzt zu sagen, ich verlaufe mich dann einfach mal, das wäre dann auch übertrieben. Aber auf der anderen Seite, ich merke das schon selber, wie ich dabei so überlegen muss, wenn ich irgendwo hingehe. Woran es liegt, keine Ahnung. Aber solange, wie man mich immer wieder irgendwo findet, dann ist doch alles in Ordnung. Und vor allem auch solange, wie ich... dann doch irgendwann rausfinde, wo ich bin, ist auch alles in Ordnung. So, die haben hier schon eine Sache, Munitionskisten, Energiezellen, alles mitgenommen. Und ich glaube, dann können wir wirklich jetzt langsam nach oben gehen. Hier dürfte es nichts weiter geben. Oder? Moment, hier hinten waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir schon. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Das machen wir jetzt auch. So, hier ist natürlich nichts. Klar. Eine kaputte Tür einfach nur. Wer bist du? Okay, Ritter Sergeant Wilkes. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wilkes, der Befehlshaber hier. Was bringt Sie in die Gegend von DC? Ja, wofür ist dieses Gebäude? Das ist der letzte unabhängige Radiosender in der ganzen Gegend von DC. Alle anderen Sender bestehen praktisch nur aus Enklavenpropaganda. Denen würde ich kein Wort glauben. Okay, alles klar. Und ja, freie Stimme des Volkes? Was soll das heißen? Der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Interessant. Und was macht die Bruderschaft hier? Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort in den Ruinen von DC. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Ja, das freut mich. So, ich muss los. Klar. Viel Glück. Aber trotzdem, wir sprechen hier nochmal an, weil Wilkes ist auch der Junge. Nee, okay. Dann gehen wir halt. Finde ich ein bisschen schade. Aber Leute, wir sind am Ende dieses Parts angelangt. Nach etlichem Ärger. Ja, Leute, ihr wollt nicht wissen, wie oft ich es versucht habe, bis das jetzt bis Fallout 3 zeitwegs lief. Wieder lief, besser gesagt. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat, ne? Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben und ansonsten gönnt ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt. Generell könnt ihr gerne in die Kommentare. Kritik sowieso, konstruktive Kritik, vor allen Dingen auch Belobigungen, ne? Wenn ihr das richtig geil findet, was ich hier mache, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, danke, danke, danke. Wir gehen mal ein Stück zurück, damit ihr uns nicht die ganze Zeit voll quatscht. Ja, wenn ihr Erfahrung habt mit Windows 10 und Fallout 3, was man da noch machen könnte, damit es stabil läuft, schreibt es mal in die Kommentare rein. Schreibt es einfach mal direkt rein, weil online findet man richtig viel. Und da ich ja nicht den ganzen Tag Zeit habe, nur für Fallout 3 jetzt danach zu gucken, was los ist, ne, wäre das schon ganz hilfreich. Gut, Leute, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Daumen nach oben. Abonniert den Kanal ruhig, wenn ihr noch wesentlich mehr davon sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr direkt benachrichtigt werden wollt. Ne? Ihr kennt das Ganze ja, YouTube ist nicht unbekannt. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.